beim Wort Cintamani, da könnte man denken, das wäre irgendwas Italienisches oder so, aber ist es nicht so ganz. Und damit herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2 aus dem Hause Dave Dern TV. Ja, Chloe hier rechts neben uns ist auch schon ein bisschen ungeduldig, was ich verstehen kann, denn wir haben, ach, sie musste die ganze Zeit warten, während wir als Nate hier ein Rätsel gelöst haben beim letzten Mal in diesem schönen Tempel mit dieser schönen Figur und dieser schönen Kugel, die über uns auseinandergegangen ist. Ja, Elena und Jeff, hier der Kameramann und unsere, ne, liebe Freundin aus alten Zeiten, die sind irgendwie vorne jetzt geblieben und wurden ausgesperrt so ein bisschen, weil, warum eigentlich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ja, und wir haben das jetzt hier, ne, diese Kugel hat sich jetzt geöffnet und wir können jetzt mit unserem Dolch, den wir haben, herausfinden, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Es war ein schöner Cliffhanger beim letzten Mal und jetzt werde ich euch zeigen. Oh, werden wir eingeschlossen vielleicht? Können wir wen anders dann spielen? Fragen über Fragen. Wir werden es herausfinden. Ist echt gruselig, aber sag A. Ah. Bauchpiercing, ja, für die Statue. So, tut sich was? Das Wasser läuft an. Ich habe die Tür gefunden. Geschafft. Also, eigentlich war ich das. Komm ja schon. Ja, und die nehmen wir jetzt nicht mit hier, die anderen beiden, die draußen noch warten? Oder müssen die jetzt außen rumlaufen? Was ist jetzt Phase hier? Man weiß es nicht genau. Warte mal, ich kann nicht. Ich wollte gerade so ein bisschen die Lara Croft aus alten Tomb Raider-Zeiten machen, die so 3 Meter immer hochspringt. Was die schnellste Fortbewegungsart in den alten Tomb Raider-Spielen ist. Nicht rennen oder so, sondern springen. Wow! Aber bevor ich jetzt da weitergehe... Sonne? Warum ist da oben so ein einzelnes Rohr? Hat das was zu sagen? Toby McFly, moin! Na, wie ist es? Freut mich, dass du da bist. Alles fresh. Der läuft so, wie Jack Sparrow läuft. Ja, so ein bisschen, ne? So. Jack Sparrow. Warum ist da... Sowas macht mich ja wirklich rammdösig, ne? Warum ist da... Aber ich wüsste auch nicht, wie ich da hinkommen soll von hier. Und ich wüsste auch nicht, was da oben sonst sein könnte. Captain Jack Sparrow. So ist es. Bond. James Bond. Wir gehen jetzt auch sofort weiter, keine Sorge. Ich muss es nur so ein bisschen herauszögern, damit ich natürlich noch mehr Einnahmen auf YouTube generieren kann, weil die Folge dann länger ist und ne, das Let's Play dann auch in die Länge gezogen wird, ist ja klar. Wie die guten Let's Player das halt so machen. Tja, wahrscheinlich hat das nichts zu sagen, ich weiß es nicht. Was? Ach Quatsch, ich meinte Elden Ring. Wie, was? Ja. Hatte ich jetzt gedrückt, aber ich weiß trotzdem nicht, was du meinst. Hat eigentlich mal jemand den Funfact gedroppt, dass Uncharted von vielen als Gag zu Beginn damals Dude Raider genannt wurde? Da habe ich noch nie gehört. Ist das was so? Was denkst du? Bereit? Ladies first. Wie du wünschst. Ladies first, sagt er. Zum Glück habe ich keine Klaustrophobie. Angst vor Klausen. Also vor Leuten, die Klaus heißen, will ich sagen. Ach so, oh, ich muss eine Sache ganz dringend ändern. Moment. Ja, so ist, glaube ich, besser. War doch ein bisschen, ich habe es ein bisschen lauter gestellt gehabt, die Soundbites beim letzten Mal, weil Alex über die Spur lief. Fiel mir gerade so ein, dass ich hier, ich sah gerade hier so einen roten Ausschlag, dachte,
Weiß ich nicht. Mein Abzeichen, was die Herzensgüte von L. Ah, Timer gestellt? Ja. So sieht das übrigens aus bei mir. Blick hinter die Kulissen. So, und hier brauchen wir keine Angst haben vor lauten, vor Leuten, die Klaus heißen. Habe ich jetzt gelernt. Das hat jetzt auch wieder ein bisschen was von dem ersten Teil, finde ich, als wir in diesen ersten Tempel gegangen sind mit Sully. Im Dschungel damals. Damals. Deiner Bauchlampe. Und. Was ist das hier? Das Glocken? Okay. Alien-Eier vielleicht? Fabergé? Werden die hier geboren? Fabergé-Eier? Ah, weiß es nicht. Können auch die ganze Zeit einfach so gehen, ne? So im Anschlag. Weißt du, irgendwie ist es hier romantisch. Okay, wo sind die Pralinen und Blumen? Du stehst doch gar nicht auf Pralinen und Blumen. Du kennst mich so gut. Bei Dark Souls sammelt man Seelen, bei Bloodborne sammelt man Blutviolen und bei Elden Ring sammelt man Ringe, die wie bei Sonic. Da muss ich dich aus Crash 3 zitieren. Nichts gegen Leute, die Klaus-Peter heißen, wohl aber gegen Leute, die Peter-Klaus heißen. Alter Rick, dass du das alles weißt, ne? Was ich damals irgendwie vor 300 Jahren in dem Let's Play gesagt habe, das ist schon... Ach, das ist cool. Weißt du tatsächlich immer noch mehr als ich, was das angeht, da? Oh, oh. Grafikfehler? Oder mehr? Nee. Grafikfehler. Ja. Es würde mich irgendwie wundern, wenn hier unten Typis sind, weil... Also, es gibt einen Hintereingang. Und das hier ist irgendwie Pflanze 42. Ich weiß es nicht. Resident Evil. Was sagst du eigentlich zum neuen... Ich habe schon auf die Frage gewartet, Tobi. Als du eben den Chat betreten hast, dachte ich, gleich kommt eine Frage dazu. Was sagst du eigentlich zum neuen Linkin Park Song? Ja, das ist die erste Aufnahme seit der Reunion von Linkin Park, die am 5. bzw. in Deutschland am 6.9. um 0 Uhr morgens 2024 bekannt gegeben wurde, mit Emily Armstrong als der neuen Sängerin. Und ich feiere den Song sehr. Ich kann auch verstehen, wenn Leute Sachen kritisieren, die sie so kritisieren. Am Ende des Tages, wenn ich das so abwäge, muss ich ganz einfach ehrlich gesagt sagen, dass das alles für mich nicht so die Priorität hat, weil ich einfach, ich finde, mir geht es um die Musik, ich mag den Song. Ich finde es cool, dass sie der Band ermöglicht, so ein bisschen die Geschichte weiterzuführen. Und auch dieses Ganze, also ich werde jetzt nicht viel drüber reden, keine Sorge für Leute, die das nicht interessiert, aber dieses Ganze... Ja, und sie kann Chester nicht ersetzen und sowas und so. Es geht nicht darum, dass sie Chester ersetzen soll. Chester Bennington, den ehemaligen Sänger, der 2017, ne, freitot und so. Darum geht's doch auch überhaupt nicht. Es ging nie darum, dass er ersetzt werden soll. Das ist, ach, ja, da fängt's schon an, finde ich. Aber egal, okay. Ich könnte da jetzt, ich habe eine ganze, nee, gar nicht wahr, ich habe eine halbe Podcast-Folge lang darüber ein bisschen gesprochen. Habe ich gestern veröffentlicht. Da habe ich sowohl über die Reunion von Oasis gesprochen, als auch über die Reunion von Linkin Park, die ja nur knapp anderthalb Wochen auseinander waren, glaube ich. Ja. Genau, was Rick geschrieben hat gerade. Dankeschön, Rick, danke. Egal, wie man es macht, macht man es falsch, das sowieso. Ja, damals, als Kurt Cobain weg war, haben sich die anderen umbenannt. Meinst du jetzt die Foo Fighters? Nee, die Foo Fighters sind ja als neue Band 95 erst daraus hervorgegangen. Wo ja Chris Novoselic, der Bassist von Nirvana, eben auch nicht dabei war. Versprich mir, dass ja? Du uns nicht 30 Meter unter der Erde lebendig begräbst, ja? Würde ich nie tun. Ja. Mal hier zurückgucken, ne? Wegen Schätzelein.
Aber ja, also wie gesagt, Musik, ne, da könnte ich könnte jetzt den ganzen restlichen Stream nur über Musik sprechen, aber ich möchte natürlich nicht zu sehr off-topic werden. Es geht etwas nach unten. Okay, ich komme. Nicht tief. Ja, ich hab mich wohl verschätzt. Aber ja, also Too Long Didn't Read, ne, zusammengefasst, wirklich ganz kurz. Also ich freue mich sehr, dass Linkin Park wieder da sind. Ich freue mich auch sehr, dass Oasis wieder da sind. Und ich hätte auch bei beiden, in beiden Fällen, mega Lust auf ein Konzert zu gehen. Oasis haben bisher noch keine Deutschlandkonzerte angekündigt, ne? Also wie gesagt, für alle Leute, die das vielleicht 2027 sehen, da haben sie sich vielleicht auch schon wieder längst zweimal aufgelöst oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, gerade ist das noch alles sehr frisch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich wünsche, also es klingt alles wirklich sehr versöhnlich und sie beleidigen sich nicht mehr gegenseitig, Liam und Noel Gallagher und so, also ja, und es wird sogar gemunkelt, dass es ein neues Album geben soll, was ich sehr feiern würde. Weil Oasis sind eine der wenigen Bands, wo ich tatsächlich alle Alben ziemlich von vorne bis hinten mag. Manche Songs mehr als andere, das ist aber halt normal, ne? Und manche Alben auch mehr als andere, aber im Großen und Ganzen mag ich die alle. Denkt die ganze Zeit, hier oben könnte irgendwo ein Schatz hängen oder so. Auch verstehe ich nicht, warum so viele eine Namensänderung verlangen. Ja, damit sie selber damit besser klarkommen. So. Ganz subjektiv irgendwie. Nö, für mich ist das nicht mehr Linkin Park, deswegen sollen sie sich umbenennen. Nee. Auch mal davon abgesehen, auch da könnte ich jetzt wieder in die Tiefe gehen. Ich werde es nur kurz anreißen. Als wirklich langjähriger Linkin Park-Hörer, ne, 2003 mit Meteora, mit dem zweiten Album, bin ich. Linkin Park war die Band, die mich zur härteren Musik damals mit ziemlich krass gebracht hat auch. Also ohne Linkin Park würde ich viele Sachen, die ich heute mag, wahrscheinlich nicht mögen. Deswegen haben sie bei mir, das gebe ich auch zu, irgendwo ein Stein im Brett sowieso. Aber davon abgesehen mag ich auch einfach auch alle Phasen der Band. Find die härteren Sachen am geilsten, ja? Sieht aus wie ein Baum. Und was hat das mit dem Shintamani-Stein zu tun? Das weiß ich. Baum. Aber ja. Also, und ich finde das auch vollkommen okay, nicht, dass man mich falsch versteht. Wenn Leute einfach Schwierigkeiten haben, das zu akzeptieren, dass es jetzt eine neue Sängerin gibt überhaupt, ne, und dass die Linkin Park weitermachen, das kann ich nachvollziehen. Das ist auch nicht einfach zu verdauen für viele Leute. Das ist was komplett Neues. Also, das kann ich absolut verstehen. Aber so dieses, die müssen sich jetzt umbenennen und so. Nee, erstens war Chester noch nicht mal, und das meine ich nicht negativ ihm gegenüber, aber er war de facto nicht der originale Sänger der Band. Er ist erst später dazugekommen. Es war immer schon Mikes Band. Damals wie heute. Auch als Hauptsongwriter unter anderem und so. Also, weiß ich nicht. Ich finde das so ein bisschen affig, wenn Leute sowas fordern, ehrlich gesagt. Hier unten öffnet sich was. Okay. Nur damit sie besser schlafen können oder so, keine Ahnung. Ich meine, sie haben selber auch drüber nachgedacht, aber als Mike Shinoda Emily Armstrong dann gehört hat auf den Demos, auf den Songs, wurde ihm halt klar, das ist Linkin Park. So, das ist nicht irgendeine andere Band und es wäre dann auch falsch, sich irgendwie umzubenennen. Und wenn das für ihn doch so ist, dann muss man das vielleicht auch einfach mal akzeptieren, ehrlich gesagt, finde ich. Wie gesagt, jeder kann seine Meinung haben, alles gut, aber ich glaube, ich würde mal behaupten, dass die Band das selber am besten entscheiden kann. Und wenn die sagt, wir machen als Linkin Park weiter, dann ist das total fein mit mir. So. Davon abgesehen hat es natürlich auch praktische Gründe, dass wir, ne, auch, ne, das lang etablierter Name, weltweit bekannt und so, das sind alles Faktoren, die da sowieso nochmal oben drauf kommen. Dachte, ich hätte jetzt fast stören können, dass hier irgendwo ein Schatz an der Decke ist auf dem Weg hierhin. Wir können hier auch nichts machen. Um vielleicht mal so ein bisschen zum Spiel zurückzukehren. Entschuldigung, weil das jetzt gerade ein bisschen länger off-topic war. Aber hey, ne, ist ja auch alles gut. Also ich quatsche ja auch, vor allem jetzt in so Passagen, wo jetzt nicht viel los ist, ist das auch voll okay.
Dann bin ich auch gerne bereit, auch mal über sowas zu quatschen. Dafür streame ich ja auch irgendwo, dass man sich austauscht. Ja. Wie gesagt, ich könnte jetzt noch wesentlich mehr zu erzählen, also locker, aber das ist jetzt hier nicht gerade der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt dafür. Aber ich hoffe, ich konnte so in etwa, wow, meinen Standpunkt deutlich machen. Und wie gesagt, ich respektiere auch, wenn Leute das anders sehen, absolut. Ich freue mich auf das, was da kommt. Ach, komme ich hier schon wieder raus? Oh, er zückt seine Waffe. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ach, hier, das, irgendwas ist hier doch wieder nicht koscher. Irgendwas ist hier doch schon wieder Phase. Ich sehe das doch schon. Und wenn hier innen offen ist, können auch da Fiesbärts eingedrungen sein. Halte ich jetzt nicht für unmöglich. Sie läuft erstmal noch hier schön raus. Kann man hier oben drauf? Warte mal. Also ja, die Emptiness Machine, ne? Neuer Linkin Park Song. Das sage ich noch kurz, falls ihr ihn noch nicht gehört haben solltet. Also ich habe den sehr häufig gehört in den letzten 100 Stunden, seitdem es den gefühlt gibt. Offiziell. Ich habe auch den Livestream geschaut. Ne, am 6.9. deutscher Zeit, Mitternacht. Keiner wusste vorher. Das fand ich als letzte Sache noch dazu. Das fand ich sowohl bei Oasis als auch bei Linkin Park, da schließt sich der Kreis so ein bisschen, sehr faszinierend, dass das beides nicht durchgedrungen ist letztendlich. Also es gab Gerüchte, ja, aber es gab nie vorab schon irgendwie die große Bestätigung offiziell. So, das ist meines Wissens nach zumindest nicht. Das ist schon krass. In der heutigen Zeit. Klar gibt es auch sowas wie NDAs, also Non-Disclosure Agreements, ne? Also dass man über etwas nicht sprechen darf, vertraglich. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sich auch alle mal daran halten. Aber ja, das muss ich sagen. Also deswegen war das auch sehr spannend, diesen Stream zu sehen. Und für mich persönlich auch schon so ein bisschen emotional. Ja? Das gebe ich gerne zu. Als langjähriger Fan der Band. Linkin Park und so. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Na komm, könnte schlimmer sein, was? Oh, fuck. Oh. Drücken Sie L1, um eine Granate zu werfen. Das ist echt romantisch. So, hier. Ja. Ich hasse Spaß. Okay, was jetzt? Denk nach. Ich müsste hier raus. Schatz. Ja, was macht Will? Granate! Ja, super. Du warst. Oh! Super. Was höre ich da? Irgendwas dreht sich. Achso, ich wollte vielleicht. Ja, aber was. Ich muss doch hier irgendwie. Hallo? Muss ich das irgendwie dazwischen treffen, genau? Geschafft. Ah, okay. Machen wir, dass wir rauskommen. Sorry, mein Leben zieht gerade noch an mir vorbei. Oh. So, jetzt gucken wir hier nochmal. MP40. Oh, nicht schlecht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bleibe bei der AK-47 erstmal. Ja, The Starkiller, aber sie hat sich mittlerweile auch in einer Instagram-Story dazu geäußert und auch Distanz bezogen und hat auch gesagt, dass sie ihn nicht länger unterstützt und dass sie ja vor dem Gerichtsprozess letztendlich, wo er schuldig gesprochen wurde, ne, mit ihm wohl befreundet war und sie bei der ersten Voranhörung mit dabei war und danach aber nicht mehr und ihn jetzt auch nicht mehr unterstützt. Das soll man der, also da muss man der Vollständigkeit halber das auch mit erwähnen, finde ich. Aber ja, wie gesagt, klar kann man Sachen kritisieren. Und du hast den letzten Schatz gefunden. Oh, ist das? Oh, das war der letzte? Cool. Sehr schön. Also ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass ich den da finde, ehrlich gesagt.
Bahara-Statue aus Bronze. Ah, ja. Schön. Cool. Das heißt, wir haben in diesem kompletten Level alle Schätze gefunden. Ist das richtig? Krass. Hätte man das irgendwie sehen können, dass der Boden einbricht? Also, dass da irgendwie so Risse waren oder so? Okay, komm, mir nach. Ja, andere Option hat sie jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Puh, ich habe Hunger. So, ja, Hunger habe ich auch so langsam tatsächlich. Es halt immer nach den Streams, weil ich, wenn ich vorher essen würde, ich habe einen sehr schnellen Stoffwechsel und das heißt, wenn ich was esse, dann bin ich immer relativ fix sehr müde. Oder was heißt sehr müde, aber ich werde müder. Und das ist immer so ein bisschen kontraproduktiv von einem Stream, wo man sich vielleicht ein bisschen auch konzentrieren will. So ein bisschen zumindest. Deswegen, ja. Oh, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Na, hier sind wir wohl richtig. Hey, das kommt mir bekannt vor. Ja, sieht aus wie der Purba-Dolch. Stimmt. Aha. Diese Lichter aktivieren ihn wohl. Wow. Der Weg des Lichts, Kapitel 9. Boah, sieht das geil aus. Vielleicht müssen wir hier irgendwas mit diesen Gewichten oder so machen. Interessant. Ich finde das sehr, sehr schön, ehrlich gesagt, dass es hier gerade ein bisschen weniger kampflastig ist. Nicht, dass mich das stört. Ganz im Gegenteil. Und Spiegel. Können wir hier was mit den Spiegeln machen? Ah. Oh, okay, ich sehe. Mhm. Langsam werde ich langsam müde. Schnell werde ich langsam müde. Bett? Habe ich das auch mal gesagt? Okay, ich muss wahrscheinlich den Spiegel irgendwie so ausrichten. Echt? Okay. Manchmal laber ich auch schon so ein bisschen Blödfug, ne? Kann das sein? Warte mal. Okay. Passiert überhaupt nichts. Ja, ich muss erst was anderes machen wahrscheinlich. Interessant. Da ist auch nochmal so ein Spiegel auf der anderen Seite. Okay. Das heißt, wir haben drei Spiegel hier. Ich möchte ehrlich gesagt, ich weiß nicht warum, ich möchte auch nicht nach unten gehen, wenn ich nicht muss. Ich würde erst mal oben gucken. Wenn irgendwie nach oben komme. Ich glaube, ich komme gar nicht nach oben. Ist das jetzt eigentlich besser, Rick? Ich habe mein Mikro eben so ein bisschen näher an mich ran genommen. Ich hoffe, der Sound ist jetzt ein bisschen weniger kurz abgehackt hier und da. So. Nein, so geht das nicht. Was auch cool wäre, ist, wenn wir ihr irgendwie befehlen könnten, stell dich mal da und da hin und dann mach das und das. Diese Spiegel sind wohl wichtig. Ja. Gehen wir vielleicht doch erstmal nach unten. Oh. Na, komm, ja. Schön. Oh, der ist der nach oben gefallen? Oh. Nee, ich glaube, der liegt da oben irgendwo tatsächlich jetzt drauf, ne? Ja. So krass aus, ne? Dinge können nach oben fallen. Ja, ja. Du.
In der Matrix geht das. Ja, ja. Sehr kurios. Mit dem allsehenden Auge auch natürlich hier, ne? Mit dem dritten Auge. Crying, open my third eye. Ach ja, Tool. Ach, da liegt einer, sehe ich gerade erst. Und er hat ein Fingerproblem. Interessant. Und dann öffnet sich wahrscheinlich das hier. Weißt du, du kannst ja alles machen. Aber ich lass mir nicht auf der Nase herumtanzen. Hier. Hä? Keine Ahnung, irgendwie geht mein Soundboard gerade nicht. Stellt euch vor, bedumts. Hier mit auf der Nase herumtanzen und so. Ja, ja. Also hier so, da so. Aha. Hehe. Gut, okay, Spiegel. Spiegel ausrichten. Was soll ich denn im Spiegel ausrichten? Und wie komme ich nach oben? Dass ich meinen Schatz finde. Wahrscheinlich irgendwie über diese Gewichte, die könnten sich dann wahrscheinlich bewegen. Hört ihr noch alles vielleicht normal? Vielleicht können wir mit den Spiegeln das Licht umlenken. Ja. Das ist, habe ich mir schon zusammen... Okay. Wir müssen bloß das Licht durch den Raum leiten. Ja. Das ist richtig. Ich kann hier nicht nach links und rechts, ne? Also falls ihr euch das gerade fragt. Ich kann nur nach oben und nach unten. Hoppala. Warte mal. So. Nee. Muss das ja irgendwie hinbekommen? Das wird schon das hier sein, denke ich. Oder? Oder ist jetzt, wenn ich hier den Mund anstrahle, dass hier bei der Statue hier unten irgendwie auch was aufgeht oder so? Ne. Sieht nicht so aus. Oder ist jetzt hier hinten irgendwas aufgegangen? Nee. Ich habe jetzt aber auch keine Veränderung gesehen, als ich jetzt das Auge angestrahlt habe, ehrlich gesagt. Ich meine, er hat hier auch so ein... Weiß nicht. Kann hier aber auch sonst nichts machen. Wie tief kann ich denn hier gehen? Okay, bis dahin. Tja, ich kann, wie gesagt, nicht nach links und ich kann auch nicht nach rechts. Das heißt, ich muss hier in dieses Auge rein, denke ich mal. So. Schön und gut. Da ist noch ein Auge. Vielleicht muss ich irgendwie doch erst noch nach oben kommen. Ist nur nicht wo. Oder kann ich hier irgendwie die Dinger abschießen? Nee, sieht auch nicht so danach aus. Was? Außer, dass sie gelichtet haben? Also ich muss so oder so nach oben, weil da halt mein Schatz hingefallen ist. Hört Chloe jetzt vielleicht nicht gern, aber es ist so. Aber wie? Geschafft. Ja, geschafft, sagst du. Kann ich mich hier? Nein. Was? Okay, jetzt ist es wieder resettet.
Das wollte ich natürlich. Aber was bringt mir das jetzt hier? Also das ist das Einzige. Ich denke mal, ich muss den da reinstellen. Es ändert sich aber auch nichts dadurch. Und ich musste den... Ach guck mal, weil ich den noch nicht eingesammelt habe, muss ich den Schatz hier nochmal runterschießen. Na komm. Ja, der fällt dahin. Oh, da wäre er fast wieder gestorben. Da muss man aufpassen. Tja. So bringt das überhaupt nicht. Ja, das ist mir schon klar, dass das so nichts bringt, aber ich... Ach guck mal, da hinten sind auch noch Spiegel. Aha. Aber das bringt mir jetzt ja auch nichts, weil ich... Wie gesagt, ich kann den halt nicht nach links und nach rechts drehen. Ich kann den nur nach oben und nach unten drehen. Arr. Und ich würde halt gerne irgendwie nach oben kommen. Alter. Ah, warte. Nee, hier kann ich nichts machen. Ah. Kann mich hier halt auch nirgendwo festhalten, leider. Nee, macht er nicht. Nee. Mist, verdammter. Oh. Ah nee, von hier komme ich, ne? Ja. Kann ich hier runterspringen? Ach nee, wir waren da. Oh ja, wir waren da. Gut, okay. Und hier kommen wir, ne? Wir könnten sonst mal in unser Buch gucken, ob da irgendwas dazu steht. Oder ich gucke jetzt gleich mal. Achso, glitscht so ein bisschen durch hier. Also, wie gesagt, ne, jetzt kommt wahrscheinlich als Tipp, du musst was mit den Spiegeln machen. Ja, danke schön für den Tipp. Ah.